Wir werden das nie wieder hier hochfinden. Haben Sie noch einen geladenen Blaster? Ja. Sind wir im Besitz des ganzen Fischfleischs? Ja, ich habe alles eingesammelt. Wie viel haben Sie im Besitz? Es ist in Ihrem Parasaurus Einflüsse drin. Och ja, ist. Vier, sechs, acht, 12, 14, 16, 18, 20. Jesus, ne. 22, 24, 26, 28, 30. 33, 34, 36, 38, 40. 4, 6, 50. 4, 6, 8, 60. Hundertsechzig, das geht schnell kaputtes Zeug. Nutzen Sie den Schrillschrei. Ach, der verliert doch netto hin. Mal hat sie überlebt. Das ist sehr schlecht. Können Sie mithalten? Ja, ich kann. Wenn Sie sich ausruhen müssen, informieren Sie mich. Das Breitmaul kann mit seinem Laut uns vor Tieren warnen, die eine Bedrohung darstellen können. Bräuchte kurz eine Pause. Dann gehen wir ein wenig. Ist schon wieder gut. Sie erholen sich schnell. Links von uns muss ein bösartiges Tier sein. Ich habe leider nicht von dieser guten Munition. Was haben Sie nicht? Nichts von dieser guten Munition, nur schlechte zur Zeit. Sind Sie im Besitz eines Fallschirms mittlerweile? Nein, aber der Greifhaken. Wir nehmen eine Abkürzung. Vor mir ist eine Kreatur. Mehr sehr viel Munition dabei.
Sie haben viel oder sie haben nicht viel? Nicht viel. Nur ein Vogel. Der Langfinger vor uns ist gefährlicher. Sollten wir ihn umgehen. Ja, komm noch mal her, Mistfee. Wenn mein Schwert nicht so weit fliehen wird, her. Erledigt. Ich hab den Sturm. Ah doch, ist er doch. Ich hab den Vogel mal beseitigt. Wie viel Munition haben Sie noch? 30 Schuss. Können Sie was erkennen? Hier soll ein Fischer wohnen. Wir sollten eventuell in dieser Hütte nach. Wir haben eine Hütte entdeckt? Ah ja. Gehen Sie mal anklopfen. Grüße! Wer bist du? Warum bist du so weiß? Oh, wer ist das denn? Ei, Gute! Komm, Einwohner! Ei, Gute, mein Name ist Cäsar. Ich bin hier der Fischer vor Ort. Sie sind der Fischer. Hat sie John dem Sky von dem Angebot informiert, das von Ihnen also gekommen ist? Ja, der ist hier neben. Hat mit mir schon ein bisschen was gehoben hier, du. Was wäre denn diese Entlohnung? Ein wenig besoffen. Wir müssen es entschuldigen. Hier ist noch irgend so ein Typ von Ihnen. So ein schwarzer. Was ist hier los? Was? Imperial? Ja, das ist ihn. Was ist hier los? Warum sind hier... Ihre Kennnummer. Oder ihr Dienstgrad. 0815, Saboteur. Er hat irgendwas von Sabotage gelabert. Ich bin der dunkle Lord persönlich. Ein bisschen mehr Respekt vor mir. Es tut mir leid, ich bin frisch aus der Aussichtszelle, wo sie mich eingesperrt haben, hierher gekommen. Und er hat so ein schönes Gebräu an mir angetrieben. Ja, das nennt sich Bier. Was? Das ist voll gut, das müssen sie auch mal probieren, ne? Dunkler Willst Meister. Noch eins haben? Seit wann können sie sich duplizieren? Ich denke, die Bitte schön! Das check ich ihn. Sturmdrümpler, Vorkosten. Lass mich doch hier nicht das vergiften. Das ist voll gut, das Zeug, das müssen sie unbedingt probieren. Alles okay? 361, gibt es irgendwelche Ressourcen, die wir benötigen? Also der sieht auf jeden Fall schon ziemlich weiß aus. Ich habe die geforderte Ware dabei. Wie sieht die Entlohnung aus? Die Entlohnung
Den Fisch, meinten Sie. Ja. Dummtruppler, kommen Sie mal zu Sinnen. Gehen Sie sich Wasser ins Gesicht schlagen. Ja, es hat einen ganz schön viel Hocker, wenn man sie erst mal erfunden. Das ist auch so ein weißer Fisch. Wo ist meine Angel? Ui. Also, den fange ich, den weißen Fisch, den. Das sieht doch aus wie Moby Dick. Dummtruppler, holen Sie die Ware. Und los. Im schwarzen Breitmaul. Ich helfe Ihnen, ich rolle den Fisch. Ich hab da einen schwarzen Fisch. Ich glaub, er ist bei mehr Beschaffung wie gefordert, fällt die Belohnung größer aus? Ja, ein wenig mehr ist nicht unbedingt schädlich. Es hält ja auch nicht so lange immer. Bis ich beim nächsten Kühlschrank bin, hab ich da Fisch gehört. Schwindelig ist mir aber auch. Zeigen Sie mal den Fisch vor. Nicht alles. Damit kann man ja ein ganzes Heer versorgen. Ich sagte doch, wir haben viele Sturmtruppler. Was halten Sie als Gegenbezahlung so ein schönes Reittier mit mehreren Sitzen? Sie sind auch nur mit einem Reittier hier, dann können Sie beide zurück. Wir hatten Verluste unterwegs. Ich würde dann allerdings gerne, wenn es Ihnen nichts ausmacht, als Tausch hier nehmen. Dafür kriegen Sie den, der ist deutlich schneller und kann, wie gesagt, mit mehreren beritten werden. Und dann kriegen Sie noch. Ich lasse also ein Tier und das Fischfleisch da, um dieses schmale Etwas zu bekommen. Obwohl mein Tier viel besser genährt ist. Du bist doch ein scheiß Schmuggler. Guck mal, wie viel Fisch das war. Das war ein super Fisch, wenn ich dich treffen würde, du. Dummtruppler, dieser Mensch hat mich geschlagen. Das ist doch hier. Das ist doch nicht normal. Gib dem das Tier für den Fisch. Alles gut, Mann. Gott, der ist mal wieder komplett besoffen. Fisch! Also das vertragt nicht wirklich jeder. Scheinbar. Also, wie sieht's aus? Wie Sie sehen, ist das Tier zwar ein wenig schmaler, aber es ist deutlich schneller und wendiger. Damit kommen Sie vor den meisten anderen Kreaturen weg. Er will mal schwarzer Para, ich kann auch mal schwarzer Para nicht hergeben. Mir ist aber das Tier ans Herz gewachsen. Aber wie soll ich denn dann nach Hause kommen? Ich kann jetzt ja auch nicht immer laufen. Ich hab da ein Angebot, weil mein Floß ist abgehauen. Das hab ich anscheinend nicht festgemacht. Wir könnten das Floß wieder besorgen. Könnten Sie mir da helfen? Das wäre super, weil ich Sturmtruppler, helfen Sie ihm. Schwimmen. Wir haben diese Greifhaken. Das ist hier lang. Kommen Sie mit, ich zeig Ihnen das. Da hinten. Ich kann doch mal Shana Para das Schwarze nicht hergeben. Ich mag das Tier. Gerade weil er schwarz ist, das ist selten. Wenn er besoffen ist, dann ist er noch schlimmer. Aber er ist gut, wenn er nicht ganz besoffen ist. Dann fängt er gut an. Und der Saboteur hatte falsche Hut auf. Überhaupt die verkehrte Rüstung. Ihr weißer Fisch ist ja gut im Wasser. Weißer Fisch. Ja, das ist halt, der schwimmt und er ist weiß. Also wenn er scheitert, wird er von mir getötet. Oh, das ist ein armer Fisch. Das ist Disziplin. Was ist das? Können Sie das mir erklären? Absoluter Gehorsam, bis in den Tod. Ach so, das so ungefähr sind meine zwei hier auch, diese Freunde. Vogeltiere, schützen Sie? Günther und Ursula. Das ist Günther und Ursula. Die machen morgens immer super Spiegelei. Sie glauben nicht, der führt jeden Tag Gespräche mit diesen Tieren. Ja, als die Zoosverband, ach, die sind so lieb und nett. Von morgens bis abends. Und diese Vögel, ich weiß nicht, die läuten irgendwie den Tag ein. Ja. Ah, mein Boot. Hui.
Aber ich darf jetzt nicht fahren, ich habe schon was getrunken. Aber warten Sie kurz, ich habe hier eine Entschädigung dafür. Sie könnten mit dem Floß nach Hause fahren. Ich denke mal, Sie haben auch am Strand gebaut. Ihr Hütchen. Herr Sky. Wir können mit zwei Tieren nach Hause. Entschuldigen Sie bitte hier, Imperator war das, richtig? Ich habe jetzt nicht so viel da, aber wenn Sie mir ein wenig Leder und Holz besorgen könnten, damit ich hier das Floß wieder ganz machen kann, weil hier fehlt so ein weißes Segel, würde ich Ihnen das erklären, wie man das baut. Und Sie? Wir werden kein Boot brauchen. Noch ein paar Coins. Für weitere Ressourcen bekommen wir Coins. Ich habe Ihnen hier ein Dankeschön hingelegt. Aber wenn Sie möchten, kann ich Ihnen beibringen, wie man angelt. Da kann man echt guten Scheiß finden. Nein, auch das werden wir nicht brauchen. Dafür sind wir zu weit im Innenland. Also mit meinem Boot und meinem guten Fischernetz, da habe ich hier schon Teile aus dem See gezogen. Das sieht so aus, wie als wären das irgendwelche elektrischen Waffen. Aber damit kenne ich mich nicht aus, weil ich bin nur ein Angler. Komm, Rüppler, lernen Sie angeln. Ich lasse hier in der Lehre. Dafür bräuchte ich bitte aber erst Leder, weil das ist ja der Deal dann dahinter. Weil ich muss mein Floß ja reparieren, damit ich ihm das zeigen kann. Ah, das könnte ausreichen. Haben Sie vielleicht noch 50 Holz dabei? Weil der Mast ist schwer und stark sein. Sturmtrüppler. Ich werde mein schwarzes Tier behalten. Ich verzichte dann auf den Dreisitzer. Ach. Naja, wenn Sie nicht wollen. Wie gesagt, das Tier ist mir ans Herz gewachsen. Gut. Herr Imperator. Der Sturmtruppler besorgt Ihnen Holz. Alles klar. Wenn Sie mir einen Tag geben, ich habe mit dem Schmuggler noch was gut. Da kann ich Ihnen vielleicht sogar ein Reitgut besorgen gegen eine gewisse Gegenleistung. Was möchten Sie dafür? Ich brauche gutes Bier. Ich habe leider nicht mehr so viel da, weil der Kollege hat auch einen ganz schönen Durst, ihr Wasser. Können Sie so etwas machen, finde ich? Das wird mehrere Sonnenstunden brauchen. Hier ist Ihr Holz. Dankeschön. Hier ist noch mehr Holz hinter Ihnen. Herr Sky hat's für Sie aufgehoben. Dankeschön. Erlegen Sie es einfach. Einen der Kisten legen. Brauchen Sie uns noch, ansonsten würden wir uns aufbrechen, es ist schon Nacht. Ich werde Ihrem Sturmtruppler noch kurz zeigen, wie das angeht. So, oder können wir bei Ihnen übernachten? Ihr könnt bei mir auch übernachten. Ist kein Problem. Sturmtruppler, wir bleiben über Nacht hier. Betten sind auch sehr angenehm, die sind schon warm gelegen. Wir haben nur ein Bett. Ich habe hier leider nur ein großes Bett. Einer müsste im Sitzen schlafen. Sturmtruppler, Sie übernehmen die Nachtschicht. Sie schützen mich, während ich schlafe. Und was soll ich tun, Meister? Sie ruhen sich aus. Sie sind genauso verkatert wie dieser Fischer. Ich bitte darum, abtreten zu dürfen. Sie dürfen sich rühren. Danke, Meister. Ich wünsche Ihnen auch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh. Ist schon assi, ne? Der Sturmtruppler die ganze Nacht Wache schieben zu lassen. Ach du Scheiße, was ist das? Das ist ja alles wie Karussell.
Ich nutze das gerade mal und mach mal kurz die Flitze auf die Toilette. Bis später. Ich glaube, ich muss raus. So, ich sitze wieder, ich bin wieder da. Sturmtruppler ist über die Nacht etwas vorgefallen. Sah Fischer, er war. Ihm ging's nicht so. Aber keine Gefahr. Fühlen Sie sich in der Lage, noch zum Lager zurückzukommen? Guten Morgen. Oder möchten Sie zwei Stunden ausruhen? Sie haben immerhin die Nacht durchgemacht. Guten Morgen. Entschuldigen Sie für gestern, ich hab's echt ein bisschen übertrieben. Ich hab das nicht so ernst genommen und angegriffen haben Sie uns ja auch nicht. Sonst hätten Sie den heutigen Tag eh nicht erlebt. Alles klar, ja, das war auch nicht so gemeint. Ich bin nur ein armer kleiner Fischer. Ich trinke halt gerne was. Aber ich müsste mal schnell auf Toilette. Sonst, ich hab's ganz dringend. Ich bin gleich wieder da. Sturmtruppler, wie ist es jetzt? Fühlen Sie sich in der Lage, eine Reise nochmal anzugehen bis zurück? Sehr gut. Wo ist meine neue Einheit? Ich weiß es nicht. Mit Ihnen muss ich auch nochmal. Können wir ein Vier-Augen-Gespräch führen? Ja, können wir. Können wir gerne machen. Ich bin gerade vom Frühsport zurück. Ich habe da etwas sehr Interessantes gefunden. Sehen Sie da Näheres drüber? Strahlt eine sehr starke Präsenz der Macht aus. Wir haben damit noch nicht wirklich viel anfangen können. Das leuchtet ein wenig und war es eigentlich. Es ist ansonsten einfach ein Metallklumpen. Also kein Interesse daran. Sonst war das angefangen zu regnen. Ich hab sie nicht verstanden. Wir haben es noch nicht geschafft, etwas darüber in Erfahrung zu bringen, aber ich werde nochmal versuchen, etwas weiteres darüber zu erfahren. Eigentlich wollte ich es ihnen verkaufen. Für weitere Coins. Dafür müssen wir erstmal gucken, was es bringt. Dann würde ich es wieder mitnehmen und selbst untersuchen lassen. Wenn wir einen gescheiten. Das Dorn. Eine gescheite Nutzung dafür finden, dann sagen wir Bescheid. Ich denke, das werde ich tun. Oder sind sie nicht auf der Frequenz? Doch, ich habe die Frequenz. Ach, ja. Imperator. Ihren Dienst gerade nochmal. Saboteur 0815. Aus der Agentenabteilung. Für die Sturmtruppen und eine für den Lord-Imperator. Warten Sie kurz. Ich werde mit dem Lager Kontakt aufnehmen. Captain Phasma? Ja, wo mein Lord? Wir sind bei dem Schmuggler angekommen und werden jetzt wieder zurückkommen. Jawohl, mein Lord. Der Architekt hat bereits mit dem Bau der Base begonnen. Ey, was machst du denn da? Wir haben eine Einheit der Saboteurabteilung
auf Anweisungen des Imperators warten. Er fällt dann immer Star soll. Retten. Haben Sie die Kennnummer der Einheit für mich? Ihre Kennnummer nochmal, Saboteur. 0815. 0815, ist Ihnen diese Nummer bekannt? Fische fangt da erstmal an zu lachen. Ja, du fass mal. Diese Nummer ist mir bekannt. Okay. Diese Einheit haben wir hier unten gefunden am blauen Objekt. Wir werden sie mitbringen. Wir starten jetzt von hier wieder, nur dass Sie Bescheid wissen. Over and out. Hallo. So, wir brechen wieder auf. Bis zum nächsten Geschäft. Möge die Macht mit euch sein. Mit Ihnen auch. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Saboteur auch mitkommen. Mich zu rühren. Natürlich. So, haben Sie irgendwelche Waffen? Ich habe eine Ausrüstung, die ich bei meiner Flucht angesteckt habe. Aus einem Fighter. Ansonsten habe ich nur meinen Blaster, meine Ausrüstung, die ich habe. Meine Robe. Ich habe wie gesagt noch viel zu tun. Bis später. Ja, machen Sie es gut. Ich muss noch ein bisschen Fische. Und sauf nicht so viel. Dann kriegst du auch mehr Fische. Endlich. Leider konnte ich Ihren Helm nicht bergen. Leider konnte ich Ihren Helm nicht bergen. Beziehungsweise Ihren Mantel. Besser als dieses andere enge Zeug, was ich bis jetzt tragen musste. Eine Waffe besitzen Sie nicht? Ich besitze nur meinen Blaster, wie es für Agenten üblich ist. Haben Sie genug Munition? Der Weg ist schwer. Das dürfte für die Reise reichen, je nachdem. Sturmtruppler, füllen Sie Ihre Feldflasche noch auf. Wir sind jetzt gerade am Wasser. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Brechen wir auf. Gott, hoffentlich finde ich das überhaupt wieder hier von da. Wenn Sie nicht mithalten können, rufen Sie. Imperator, wir haben unsere Communicator noch nicht verbunden, um unsere Zugehörigkeit anderen Fraktionen mitzuteilen. Welche Frequenz haben Sie? Ich meine nicht Funksignale, ich meine unsere Communicator. Früher haben das Stämme benutzt. Danke, Imperator. Ich vergesse das immer, die Light in the Tribe hinzuladen. Das hat er schön gemacht. Sturmtruppler, wo müssen wir lang? Wir müssen die Leuchtsignale finden.